Mann, oh Mann. Mario 64 ist echt das einfachste Spiel überhaupt. Was geht, meine werten Zuschauer? Willkommen zu einer weiteren Folge Game Facts. Oh Mann, viel zu einfach. Ich denke es nicht. Ich weiß. Kaizo Mario 64? Ach du Scheiße. Mamma mia! Heyo, Boys! Und willkommen zu einer neuen Unterhaltungsreview. Auch wenn man die inzwischen gar nicht mehr als Reviews bezeichnen kann. In letzter Zeit habe ich ziemlich gerne einige Super Mario 64 ROM-Hacks gespielt. Für die Leute, die nicht wissen, was ein ROM-Hack ist, man nimmt sich sozusagen ein bereits existierendes Spiel, wie hier zum Beispiel Super Mario 64, und modifiziert dabei die Level, die Grafiken, die Musik, das Gameplay und so weiter. Dadurch können sogar eigene richtige Spiele entstehen, die teilweise sogar richtig gut sind, aber dann wiederum... Die wohl bekanntesten Super Mario 64 ROM-Hacks sind wohl Super Mario Star Road und Super Mario 64 The Last Impact. Das sind beides ROM-Hacks, die ich wirklich jeden Mario 64-Fan ans Herz legen würde, auch wenn The Last Impact irgendwann einfach nur noch lächerlich schwierig ist und mich schon oft auf die Palme gebracht hat. Allerdings hat es mich auch zum Nachdenken gebracht. Wie schwer kann ein Super Mario 64 ROM-Hack denn sein? Nach kurzer Überlegung... Ein Gedankenblitz. Kaizo Mario World, einer der wohl bekanntesten ROM-Hacks überhaupt. Allerdings nicht aufgrund von herausragendem Level-Design. Es kackenschwer macht keinen Spaß. Es ist so schwierig, um genau zu sein, dass es sogar vorkommt, dass Speedrunner, warum auch immer man Kaizo Speedrun sollte, während ihres Runs mehrmals sterben. Was auch völlig verständlich ist, ich meine, schaut euch die Kacke doch mal an. Wie soll ein Mensch sowas bitte ohne Save State schaffen? Abgesehen von mir natürlich. Und ja, ich weiß genau, was jetzt einige zu mir sagen werden. Simtex, Kaizo ist gar nicht der schwierigste ROM-Hack aller Zeiten. Hast du schon mal Item Abuse gesehen? Das ist viel schwieriger als Kaizo. Und ja, ihr habt auch recht, denn diese Scheiße ist menschlich komplett unmöglich. What the fuck? Aber darum geht's mir auch gar nicht. Es gibt nämlich Kaizo Mario 64. Wow, was eine Überraschung. Hätte ich bei dem Titel und dem Thumbnail ja nie gedacht. Halt die Schnauze, Hockey. Okay, bisher ist noch alles normal. Okay, ich nehme zurück, was ich gerade Ihnen gesagt habe. Das Feuer hat sich doch voll gelohnt. Wir legen also los und stoßen bereits auf unser erstes Problem. Der Weg ins Schloss ist versperrt. Wie kommen wir also am besten an dieser riesigen Mauer vorbei? Tja, ganz einfach. Zum Tode verbrennen. Wirklich. Du musst direkt am Anfang des Spiels sterben. Damit du in diesem riesigen Gebilde respawnst, wo sich dann ein rosa Bob-Bomb befindet, der dir die Kanonentür öffnet, welche den Weg zur Tür versperrt. Wenn du im Schloss bist, bekommst du nochmal Schaden obendrauf. Game Design! Na gut, beginnen wir uns einfach mal zur ersten Welt, nämlich Bob-Omb Battlefield. Oh, ups, da habe ich mich wohl vertan. Es heißt Chain-Jump Battlefield. Denn das auf dem Gemälde waren auf jeden Fall Chain-Jumps. Ich habe schon so eine leichte Vorahnung, was hier gleich passieren wird. Oh, fuck. Das hier ist einfach nur Bob-Omb Battlefield, nur mit dem einzigen Unterschied, dass überall Chain-Jumps platziert wurden. Und Feuer natürlich. Kein Level ohne Feuer. Das fühlt sich nicht wie ein ROM-Hack an. Das kommt mir vor wie Super Mario 64 Maker. Oh Gott, lass das bitte nicht geschehen. Wobei, es ist kein langweiliges Automatik-Level. Aber gut, unsere Aufgabe ist es, König Bob-Omb zu besiegen. Auch wenn das jetzt eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, da die Change-Ups die Bob-Ombs ersetzt. Oh.
Er hat den Teleporter umpositioniert. Das ist aber ganz schön gemein, du. Wisst ihr, der Bossfight soll jetzt sicher wegen den ganzen Chainjumps super schwierig sein, aber in Wirklichkeit hat man nur sehr wenig Platz und er ist nicht wirklich schwieriger. Oho, ich verstehe schon. Das soll jetzt ganz schwierig sein, weil er den Block ein bisschen verschoben hat, damit er nicht mehr auf der Insel ist. Spoiler Alert! Nein, ist es nicht. Game Design! Ach, vielleicht ist ja nur dieses Level so langweilig aufgebaut. Schauen wir uns am besten lieber Womp's Fortress an. Oder wir schauen es uns halt doch nicht an. Game Design! Mal schauen, was in Unterwasserlevels verändert wurde. Jolly Roger Bay zum Beispiel. Okay, die Rutsche. Da kann man doch viel mit anfangen. Oder? Bitte. Feuer. Feuer. Feuer! Okay, ich bin angekommen. Warte. Wo ist der Stern? Ich kann euch ganz genau sagen, wo der ist. Genau hier. Mitten in der Luft. Im Nirgendwo. Game Design. Law. Vielleicht ist ja die Schneerutsche besser, wer weiß. Okay, was habe ich bitte schon erwartet? Aber gut, lasst uns mal schauen, wie der Powerstern in die... Oh nein, 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 nein! Gehen Sie... Könnten wir diesen Einspieler mal lassen? Danke. Lasst uns mal schauen, wie der Powerstern in dieser Rutsche aufgebaut ist. Der Stern der vorherigen Rutsche war ja schon ziemlich verrückt, aber der hier... Aktivier den Schalter, mach einen Walljump nach oben, spring schnell die Blöcke hoch, hol dir die Cooper Shell, spring damit in den Tunnel, fahre rückwärts die Abkürzung hoch und ganz oben befindet sich dann der Stern in einer Box. Was zum Teufel? Vielleicht habt ihr schon bemerkt, aber ich habe plötzlich 70 Sterne. Es liegt daran, dass ich keinen Bock habe, die ganzen Sterne einzusammeln, nur damit ich die anderen Level spielen kann. Dementsprechend Shifting Sandland. What the fuck? Was mache ich jetzt hier? Okay, wollen wir das Level skippen? Lethal Lava Land. Wow. Warum spiele ich das nochmal? Lasst uns lieber mal nach oben gehen. Am besten in meine absolute Hasswelt. Gulliver Gumba. Okay, holt den Einspieler zurück. Game Design! Zum Abschluss würde ich mir noch gerne eine der Geheimwelten ansehen. Und tatsächlich hat diese Stage ein ziemlich cooles Konzept. Man muss sie nämlich rückwärts spielen. Klar, ist jetzt nichts Bahnbrechendes, aber es ist ganz cool, dass man zum Beispiel das Feuer benutzen muss, um überhaupt da hochzukommen. Warte, wo ist der Stern gerade gespawnt? Wollt ihr mich verarschen? Okay, nö. Kein Bock mehr, nee. Okay, abschließendes Fazit zu dem Spiel. Spielt lieber Star Road. Ich gehe jetzt und denke über meine Lebensentscheidung nach. Tschüss.